Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Justin und Lukas, das ist Justin, ich bin Lukas und wir studieren jetzt bald im 5. Jahr Humanmedizin an der Uni Magdeburg. Und heute wollen wir die schwierige Frage klären, sind Bücher im Medizinstudium eigentlich überflüssig? Und falls nein, welche Bücher würden wir noch empfehlen? Und generell, welche Lernunterlagen würden wir noch empfehlen? Wir bekommen häufiger mal so die Frage, welches Buch brauche ich? Lerne ich mit dem Laptop? Lerne ich mit dem iPad? Habe ich einen digitalen Planer? Habe ich einen schriftlichen Planer? Und genau, das wollen wir heute eigentlich mal die Frage einmal kurz für alle klären. Stellen wir uns vor, ja, wir sind im ersten Semester. Das wird auf die meisten auf euch zutreffen. Ich sag mal so, ich glaube, die allerwichtigste Message in dem ganzen Video ist, ihr braucht weniger als ihr denkt. Macht euch nicht verrückt. Schaut nicht 25 Videos wie dieses hier, oder also schaut nur dieses Video, denn am Ende machen viele Leute, finde ich, ein bisschen mehr draus, als am Ende wirklich nötig ist für so ein Medizinstudium. Bücher kommen gleich, aber gehen wir mal wirklich, das ist, glaube ich, eine der häufigsten Fragen. Benutze ich einen Laptop? Benutze ich ein iPad? Was brauche ich für eine Leistung? Und wir sagen es euch ganz ehrlich, zumindest bei uns hier an der Uni, reicht ein stinknormaler Laptop, der eine PDF abrufen kann, vielleicht noch das ein oder andere Video abrufen kann, völlig aus. Ihr braucht kein MacBook, ihr braucht kein Dell XPS irgendwas. Es reicht wirklich ein kompletter Standard-Laptop in der Regel eigentlich aus. iPads, ja, ihr könnt da gerne ein iPad benutzen zum Schreiben, vielleicht bringt euch das was. Wir können nur sagen, wir benutzen es nicht, sind damit perfekt durchgekommen bisher. Das ist aber nur, ja. Es macht manchmal Spaß, genau, so technische Gadgets zu haben. Man hat da vielleicht den einen oder anderen, ja, wie gesagt, einfach als Gadget, aber man braucht es definitiv nicht. Und ich hatte auch am Anfang meiner Studienzeit ein 300, 400 Euro Laptop von Aldi oder sowas und da bin ich 1A top mit durchgekommen. Man braucht da nicht unbedingt ein iPad oder sowas haben. Ich glaube auch diese Sache mit der Produktivität geht da wieder so ein bisschen mit einher. Also da wird wieder so ein bisschen sehr viel rausgemacht. Wie kannst du optimal ins Studium starten? Mhm. Und dann werden da viele Sachen in vielen Videos einfach gezeigt, die man einfach wirklich nicht braucht. Also was ihr nicht braucht, ihr braucht keinen extra Prüfungsstift. Ihr braucht keine extra Marker. Ihr braucht auch keinen Presenter oder eine Powerbank, braucht ihr eigentlich auch nicht. Was ihr auch nicht braucht, ist ein 128 GB USB-Stick. Also wirklich nicht. Ein USB-Stick zu haben, ist ganz nice, weil man den immer irgendwie mal im Leben... Aber das sind keine unispezifischen Dinge. Wenn du weißt, ich muss eine Präsentation halten in der Uni, dann weißt du das auch ein, zwei Wochen vorher und im Zweifelsfall schnurrst du dir einen von einem Kollegen. Genau. Oder einer Kollegin. Genauso wie ein Kuli eigentlich. Ihr bekommt am Anfang des Studiums wahrscheinlich eh eine riesen Ersti-Tüte. Da sind super viele Sachen drin. Da wird auch ein Stift drin sein. Und da könnt ihr mit Sicherheit eigentlich bis zum Physikum mit diesem Stift alle eure Klausuren schreiben. Wenn ihr eure Prüfung nicht sowieso am Computer schreibt. Wir haben in den ersten Jahren wirklich mit vielen Werbekulis aus dem ersten Semester überlebt. Also eine Sache, die wirklich wichtig ist, oder beziehungsweise die Sachen, zu denen wir jetzt kommen, das sind die, wo ich sagen würde, doch, das kann man sich mal gemerkt haben. Und zwar... Studierende sind eure besten Freunde, wenn es darum geht, im Studium klarzukommen, in Richtung beispielsweise Inhalte im Studium, was war leicht, was war schwer, auf welches Fach konzentriere ich mich. Aber, meine Freunde, lasst euch nicht übers Ohr ziehen, denn häufig gibt es am Anfang des Studiums so einen Bücherbazar. Und dieser Bücherbazar ist auf der einen Seite ultra, ultra nice, weil du kriegst viele Bücher sehr günstig, weil sie von älteren Studierenden eben einfach weitergegeben werden und für einen kleinen Penny dann eben verkauft werden. Das ein oder andere Mal ist es aber auch mal so, dass ein Buch als besonders wichtig und essentiell deklariert wird, welches vielleicht nicht ist. Und das auch noch wie neu im Prinzip. Es wird einfach so gut instand gehalten, dass es dann jetzt einfach für, also netterweise verkauft es dann auch noch für 30 Euro. Genau, nur noch für 30 und nicht für 50 Euro. Die Frage ist, warum ist denn das Buch wie neu? Naja, höchstwahrscheinlich, weil es nie angefasst wurde, weil man es vielleicht auch einfach nicht braucht. Also informiert euch da sehr gut, über unser Video hier natürlich, welche Bücher ihr tatsächlich braucht und welche ihr nicht braucht. Weil Studierende aus dem höheren Semester sind nicht unbedingt die einzigen, die bestimmte Bücher loswerden wollen oder bestimmte Bücher empfehlen. Da gibt es auch noch die Dozierenden, die man natürlich auch als, ich sag mal, sehr aufgeregter Ersti natürlich fragt, welche Bücher brauchen wir denn? Und das macht auch... Jeder Dozent und jede Dozentin stellt eigentlich in den ersten Wochen oder in der ersten Vorlesung so vor, auf welches Lehrmaterial sie zurückgreifen und mit welchem Lehrmaterial die Studierenden am besten lernen sollten. Aber Obacht, meine Freunde! Das ist eigentlich auch nicht immer so ganz korrekt. In vielen Fächern braucht man entweder gar kein Buch
oder nicht die ganzen Bücher, die vorgestellt werden. Aber welche sind denn die Bücher, die man brauchen sollte? Die Fächer, wo man mal vielleicht mal hinhören sollte, okay, da kaufen wir vielleicht mal ein Büchlein. Was wir empfehlen können, wirklich, ist noch die Anatomie, definitiv. Auch da muss man sagen, wer sagt, ich möchte mir keine Anatomiebücher kaufen, ist es noch 100% nötig? Nicht unbedingt, dazu kommen wir gleich, denn es gibt mittlerweile auch sehr viele Medien und viele Online-Angebote, die teilweise auch von der Uni angeboten werden, die das, ja, die Bücher teilweise vielleicht wirklich so einen Tick weit nahe überflüssig machen könnten. Aber wenn es noch einfach gibt, wo wir am ehesten so weit gehen würden und sagen, doch, da mal so einen schönen Atlas zu haben, dann ist es die Anatomie. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, welchen Atlas denn? Das ist so ein bisschen eure Sache. Ich würde mal sagen, so die größten Vertreter sind die Giganten Prometheus auf der einen Seite und Sobota auf der anderen Seite. Ist an der Stelle jetzt in dem Sinne keine Werbung. Trotzdem können wir natürlich nur von dem sprechen, was wir benutzt haben. Wir haben die Prometheus Atlanten benutzt und waren beide damit top zufrieden. Ja. Da würde ich aber vorschlagen, schaut rein. Da kann man auch häufig irgendwie in Buchhandlungen oder sowas mal reingucken oder eben andere Erfahrungsberichte sehen. Aber da würde ich wirklich gucken, was spricht mich visuell an. Brauche ich viel Text, brauche ich weniger Text, und daran wird sich das so ein bisschen festmachen, was dann für euch das Richtige ist. Aber für den Erfolg im Studium ist beides völlig in Ordnung. Also da gibt es kein besser oder schlechter, würde ich sagen. Genau. Also das, was wir empfehlen würden, ist in Anatomie ein Atlas und als nächstes höchstwahrscheinlich die Endspurt-Skripte, die wir vielleicht sogar schon mittlerweile sagen würden, fürs erste Semester sofort eigentlich. Hätte man nehmen können. Das sind Skripte, die euch hinterher später aufs Physikum vorbereiten können. Wir haben die in der Physikumsvorbereitung genutzt, um nochmal alle Themen im Prinzip zu wiederholen. Es gibt die Endspurt-Skripte in jedem Fach, was im Physikum geprüft wird, und fasst eben nochmal das zusammen, was am Ende des Tages genau geprüft wird. Ich würde es wirklich jedem am Herz legen, sich frühzeitig damit zu beschäftigen, weil das Physikum und die Lernphase im Physikum einfach extremst erleichtert, und ohne diese Skripte hätte ich mein Physikum nicht so bestanden, wie ich es bestanden habe. Man muss dazu sagen, dass diese Skripte auch an einen bestimmten Lernplan dann später gekoppelt sind. Also nicht generell, man kann die auch sehr gut so lernen, auch unter dem Semester. Aber später gibt es dann einen ganz genauen Plan von, du machst das und das Kapitel aus dem und dem Skript an dem und dem Tag und kreuzt danach die und die Fragen. Deswegen sind sie besonders, sie geben einem einfach extrem viel Sicherheit, weil du weißt, da ist das gebündelte Wissen wirklich kompakt drin. Und das wirst du am Ende auch brauchen, zumindest fürs Physikum. Wie gesagt, wir selbst haben während der Semester damit nicht gelernt, weil wir sie einfach noch nicht hatten. Aber ich habe von vielen Leuten da wirklich Gutes gehört, gerade wenn es darum geht, mal ein Thema so schnell mal nochmal anzugucken. Und es ist wirklich erstaunlich, wie teilweise auch wirklich relativ detailliertes Wissen verständlich zusammengepackt ist. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir es schon konnten und dann nochmal dort gelesen haben. Aber alles in allem eine Top-Empfehlung. Wenn es wirklich nur zwei Dinge gäbe, die ich wirklich jemandem empfehlen könnte, dann wäre es wahrscheinlich ein Atlas in Anatomie und die Endspurt-Skripte fürs Physikum und generell die Vorklinik. Genau. Und optional, das ist wirklich jetzt nur optional, ist vielleicht noch ein Physio- und ein Biochemiebuch. Ich persönlich hatte jetzt kein Biochemiebuch, aber ein Physiobuch hatte ich schon. Ist auch so ein bisschen davon abhängig, wie die Vorlesungsskripte von euren Dozierenden an der Uni sind. Genau. Und manchmal ist es natürlich auch leichter, wenn es, sagen wir mal, beschrieben ist. Du hattest jetzt ein Biochemiebuch. Ein Physiobuch hat mir auch gut getan, einfach das Ganze nochmal in Textform nochmal wirklich lesen zu können. Aber da würde ich auch sagen, das Ganze ist eher optional. In den meisten Videos heißt es ja, holt euch da ein Buch oder so, aber wie suche ich denn aus, welches Buch für mich passend ist? Denn gerade in Physio würde ich behaupten, während es in Anatomie eher so auf die Visualisierung ankam, ist in Physio besonders, also Physiologie besonders wichtig, wie es geschrieben ist. Sind die Themen für einen verständlich? Manche kommen mit einfacheren geschriebenen Texten besser klar. Und manche eben brauchen wirklich unendlich detailliertes Wissen, am besten einfach nur möglichst adäquat, aber dann halt eben auch vielleicht ein bisschen komplizierter zusammengefasst. Und da würde ich sagen, guck da wirklich auch wieder in die Bücher rein. Wir können ja wieder ein paar Bücher in den Raum stellen. Der Speckmann, den hattest du, ja. Den habe ich auch gelesen. Fand ich, glaube ich, würde ich sagen, wäre so mein Number One Ding. Mhm. Fand ich sehr gut, weil es so eine Mischung hatte aus Bildern, relativ einfach und doch teilweise schwer. Also es war zumindest ein gutes Niveau, so von meinem Gefühl. Den Silbernagel kenne ich nicht, aber habe ich gehört, ist auch ein gutes Buch. Ja. Aber auch relativ ausführlich, meine ich. Ja. Und dann gibt es noch die Dualreihe in Physio. Da wurde, glaube ich, von einigen Dozierenden von abgeraten, aber ich fand sie gut. Ich finde, damit konnte man auch gut lernen. Ja. Das ist so die Sache, die vielleicht bei der Auswahl der Physiobücher noch zu beachten ist. Genau. Jetzt aber auch ein großes Aber, denn es gibt ja heutzutage
dieses Internet. Und mit diesem Internet sind auch Neuerungen gekommen, wie Online-Zugänge von Amboss, Via Medici, was gibt's da noch? Habe ich jetzt noch was? Es gibt noch den Elvisier Verlag. Achso, genau, die haben auch einen Online-Zugang. Da gibt es auch sehr viele Zugänge, die halt auch einfach entweder, worüber man Zugriff auf Bücher bekommt oder eben bei Amboss auf Artikel halt den Zugriff bekommt. Wir haben jetzt mit Amboss in der Vorklinik nicht gelernt, das heißt, wir können es jetzt nicht pauschal empfehlen, aber wir haben auch von vielen mittlerweile gehört, dass man damit sehr gut auch in der Vorklinik lernen kann. Da muss man wirklich sagen, der Zugang ist an vielen Unis mittlerweile kostenlos. Das heißt, ihr könnt, diese ganzen Bücher sind sehr teuer, ne? Das sind Bücher von 60, 70, 80 Euro aufwärts. Und man spart vielleicht den einen oder anderen Öppen, wenn man sich einmal so einen Zugang halt entweder kauft oder den halt eh gratis über die Uni bekommt. Das heißt, vielleicht probiert es halt einfach mal aus, über den Gratiszugang der Uni Amboss aus, ja, einfach mal durchzulesen und zu gucken, ob das für euch passt oder ob das nicht passt. Wie gesagt, weil ihr damit den einen oder anderen Euro sparen könnt. Und natürlich ist das Ganze fürs Tragen. Wenn man jetzt die Bücher in den Rucksack packt, das wird schon ziemlich schwer. Gerade die Atlanten, so ein Physiologiebuch, das sind dicke Oschis. Ja. Und was man an der Stelle auch nochmal sagen muss, gerade bei Via Medici oder Medici, Medi, wie auch immer, ihr kennt das Problem. Wir haben alle, niemand weiß gefühlt, wie man das ausspricht. Schreibt es in die Kommentare bitte. Die haben auch mittlerweile ihre Bücher, also viele, die sind ja vom Thieme Verlag und auch dieses Format bzw. diese Plattform sozusagen. Und da sind häufig in einem bestimmten Paket, was man dann eben kaufen kann, auch wirklich so gut wie alle Bücher drin. Also dann die duale Reihe Physiologie, Biochemie, also viele Bücher, die ich benutzt habe. Ich glaube, die Lerninhalte der Plattform selbst benutzen auch die Bilder von dem Prometheus-Atlanten. Also man kriegt da wirklich für dann verhältnismäßig weniger extremst viel. Deswegen kann man da auf jeden Fall nochmal überlegen. Also auch, ich glaube, also wenn man auch so weit geht, man kann Anatomie ohne Buch auf jeden Fall lernen. Ich glaube, das geht heutzutage sehr gut. Ja. Ich persönlich fand es einfach gut, ein Buch in der Hand zu haben. Also ja. Das ist so eine Präferenz. Genau. Und das ist halt im Prinzip eigentlich auch schon fast die wichtigste Message in dem Video. Ja. Macht euch da nicht verrückt, ob ihr jetzt, was ist jetzt besser? Ist es jetzt besser, mit dem Buch zu lernen? Ist es jetzt besser, online zu lernen? Am Ende des Tages ist es wahrscheinlich sogar relativ wurscht, was von beiden ihr nehmt. Was liegt euch mehr? Also ich habe auch gerne Anatomie aus dem Buch gelernt. Wenn ihr das auch habt, ja, dann müsst ihr das Geld dafür in die Hand nehmen und euch einen Atlas kaufen. Ich würde es sogar halt auch irgendwo empfehlen. Aber es würde theoretisch auch online funktionieren. Wenn ihr sagt, ich bin ein Mensch, ich lerne sehr gerne einfach online über dann halt mein iPad, Laptop, was auch immer ich dann halt für ein Gadget halt habe und lese mir da die Texte halt gerne durch, dann ist das genauso gut, wie wenn ihr euch ein Buch kauft oder sowas. Man muss noch dazu sagen, online gibt es mittlerweile auch noch andere Formate. Es gibt mittlerweile auch coole Lernvideos, beispielsweise einfach mal genannt Meditrix auf Deutsch. Es gibt diese ganze Sketchy-Reihe, zum Beispiel Mikrobiologie haben wir mit Sketchy Micro gelernt. Das ist auf Englisch, aber auch extrem gut gewesen. Es gibt für Biochemie in der Vorklinik Happy Hippocampus, können wir nichts konkret zu sagen, weil wir damit nicht gelernt haben, aber es scheint auch eine ordentliche und eine legitime Sache zu sein. Gibt es eine große Fanbase? Da gibt es eine große Fanbase mittlerweile und deswegen kann man da wirklich sagen, da gibt es viele alternative Angebote, die man heutzutage nutzen kann. Deswegen, man kann 500 Euro für Bücher ausgeben, man muss es aber nicht mehr. Macht euch da aber vor allem, und das ist wie gesagt das Wichtigste, macht euch nicht verrückt und hört darauf, was Leute aus den höheren Semestern sagen, was für das spezifische Fach gut war. Manchmal ist es auch so, dass das heißt, ey, die Dozierenden, die fragen nur die Vorlesung ab. Da brauchst du kein Buch, weil es bringt nichts. Außer du brauchst es fürs Verständnis oder so. Aber wenn ihr jetzt noch keine Leute aus höheren Semestern kennt, dann fragt eure TutorInnen. Die werden euch dann wahrscheinlich auch sicherlich gerne weiterhelfen, solange sie sich nicht da... Solange die nicht auf dem Bücherbasar tätig sind und euch ein Buch andrehen wollen. Ist ja alles in Ordnung. Genau. Ja, lasst uns gerne wissen, wie ihr darüber denkt, was ihr für Tipps vielleicht noch für zukünftige Erstis habt oder ob ihr jetzt bald Erstis seid und ob euch das Thema schon im Kopf rumspukt. Wenn ihr möchtet, können wir gerne dazu auch mal eine ausführliche Podcast-Folge machen und über alles so genau sprechen. Das müsstet ihr aber dann quasi, oder das könnt ihr dann entscheiden, ob ihr da Bock drauf habt oder ob ihr da keinen Bock drauf habt. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.